Europa begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer Kundgebung Aufklärung über den politischen Islam. Schön, dass so viele da sind. Es freut mich, hier wieder in Berlin zu sein. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Und es gelten die üblichen Auflagen bei einer Kundgebung. Keine Glasflaschen, kein Alkohol, keine Schutzbewaffnung. Das ist also, wenn jemand einen Helm, einen Fahrradhelm aufhat, es gilt bei einer Kundgebung als Schutzbewaffnung. Oder Abwehrspray, Tierschutzspray ist bei einer Kundgebung eben als Passivbewaffnung, würde dann eine Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit geben. Falls ihr sowas dabei habt, gebt es uns, wir legen es für die Dauer der Kundgebung in den Bus. So, also es freut mich wirklich außerordentlich hier wieder zu sein und wir haben auch schon jetzt während des Aufbaus eine Menge netter Leute kennengelernt. Wir haben heute auch die weiße Roseblumen geschenkt bekommen, die möchte ich auch gleich nochmal vorzeigen. Ja, hier, die wir geschenkt bekommen haben. Das hat mich ganz besonders gefreut, denn die weiße Rose, das wisst ihr ja, die haben wir mit Susanne Zeller-Hirzel wieder gegründet am 7. Juli 2012. Und eben kam eine Dame her. Herzlichen Dank nochmal. Das ist wirklich ein Symbol für den Widerstandsgeist, der in uns allen drin ist. All die, die hier da seid und die ihr auch... Ja, wir haben sehr viel mit der Weißen Rose zu tun, denn die beste Freundin von Sophie Scholl, ja, die hat mit uns die Weiße Rose wieder gegründet. Sie hat damals, da ist das Foto, wenn Sie es nicht glauben, da ist das Foto. Wir haben auch Interviews mit ihr gemacht. Ja, kein Mensch, da sind schon einige Menschen, die uns unterstützen. Ja. Wir haben 1100 Mitglieder, wir sind mehr als Sie denken. Ja. Wir sind mehr als Sie denken. Und wenn Sie noch nicht wissen, wie der politische Gefahr, wie gefährlich der ist, bitte. Wann reden Sie denn mit den Muslimen? Mit jedem, der herkommt. Wir reden seit 13 Jahren auch mit vielen, vielen Muslims, die auch sich mit uns ausdrücken. Es gibt sogar moderne liberale Moslems, die uns zupflichten, die uns auch noch bestätigen, dass der politische Islam gefährlich ist. Weil ganz viele moderne Moslems leben gerne hier in Deutschland, in der Freiheit und nicht in einer islamischen Republik Iran, ja, wo unter anderem Frauen geknechtet werden. Ja. Schauen Sie auch kritisch hin, was im Iran abläuft. Ja. Das ist der politische Islam. Und das setzen Sie mich ein für die weiße Rose, setzen Sie mich ein. Ja. Aber nicht für so einen Mist hier. Das ist kein Mist, das ist die wiedergegründete weiße Rose. Ja, ja. Und dieses Symbol, Freunde, macht uns stark, macht uns unbesiegbar. Hier, das ist die beste Freundin von Sophie Scholl gewesen, Susanne Zeller-Hirzel. Sie hat unter Lebensgefahr, hat sie Flugblätter der Weißen Rose verteilt und wurde damals in der Nazi-Zeit von dem Richter Karl Freisler zu 6 Monaten Haft verurteilt. Und übrigens hat Susanne Zeller-Hirzel auch damals schon gesagt, im Jahr 2009, Kritiker der nationalsozialistischen Ideologie wurden damals gleich eingesperrt. Wenn wir nichts unternehmen, dann wird es wieder dazu kommen, dann sperren sie die Islamkritiker ein. Freunde, und jetzt im Jahr 2022 ist es soweit. Ihr wisst es ja, ich habe vom Amtsgericht Hamburg von einem blutjungen Richter zur Anstellung, er hat auf Probe, Engel, auch die gleichen 6 Monate Haftgefängnis bekommen. Das müsst ihr euch echt mal vorstellen. Damals auch ein neues Plakat dazu. Da seht ihr hier Susanne Zeller-Hirzel. So sah sie damals aus als Widerstandskämpferin. Sie hat vom Richter Freisler 6 Monate Gefängnis bekommen. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte mit mir, Freunde. Und wenn sie mich einsperren sollten, dann sperren sie euch alle gleichzeitig auch noch im Geiste damit ein. Weil dann würde es bedeuten, dass man in Deutschland im Jahre 2022 nicht mehr Kritik am politischen Islam äußern darf. Aber ich sage euch eins, die Kraft der Weißen Rose ist in uns, ja, und wir werden alles dran setzen, diese Berufungsverhandlung zu gewinnen, Freunde. Ich verspreche es euch, da wird es nicht mehr so leicht möglich sein, ein solches Willkür- und Gesinnungsurteil zu fällen, wie es da passiert ist. Und wir haben viel, viel Unterstützung, auch von einem modern eingestellten Imam aus Australien. Das ist wirklich ganz stark der Imad Karim, der ist ein libanesischstämmiger Fernsehproduzent und Videoproduzent. Der hat ein Interview mit dem Imam Dr. Mustafa Rashid gemacht. Der ist also in Australien sehr bekannt, der ist auch UN-Weltfriedensbotschafter. Und der hat gesagt, ich selbst kritisiere dauernd den politischen Islam. Und jeder hat die Pflicht, ihn zu kritisieren. Der politische Islam besteht aus radikalen Muslimen und Terroristen. Auch die Gerichte müssen das begreifen und dieser Richter
Engels Gemeinde aus Hamburg hat nichts verstanden, weil er davon ausging, dass dieser Mann, gemeint bin ich, den Islam beleidigen würde. Aber das tut er nicht. Dieser Mann kritisiert eine Richtung, den politischen Islam, der sowohl für uns Muslime als auch für die anderen eine Gefahr darstellt. Dieser Richtung, der ihn und die anderen warnt. Jemanden, der Angst um die Zivilgesellschaft hat. Anstatt die Verbrecher zu verurteilen, verurteilt der Richter einen Unschuldigen, der sich Sorgen um das Land und den inneren Frieden macht. Genau so sollte jeder moderne Moslem denken. Applaus für diesen Imam Dr. Mustafa Rashid. Und solche modern eingestellten Moslems sind hier auch herzlich willkommen, die auch den politischen Islam kritisieren, die auch die Scharia kritisieren und mit den ganzen Folgen, wie wir sie jetzt erleben. Ludwigshafen ist ein weiteres mahnendes Beispiel, wo ein radikaler somalischer Moslem, der seine Ex-Partnerin besuchen wollte und die Kinder sehen wollte, was sie ihm verweigert hat. Ihr habt das alle mitverfolgt, was dann geschah. Mit einer Machete ist er dann auf Deutsche losgegangen. Er soll die vorher gefragt haben, sind Sie Deutscher? So, und als dann die Antwort ja kam, bam, zugestochen, getötet, Hand abgehackt und dann die Hand auch noch auf den Balkon draufgeschmissen von der Ex-Partnerin. Ich sage euch jetzt, was da dahinter steckt. Normalerweise im politischen Islam, unter der Scharia, darf sich eine Frau nicht von einem Mann trennen. Wenn sie sich trennt, dann ist sie in akuter Gefahr und sie darf schon gar nicht die Kinder bei sich behalten. Die Kinder bleiben automatisch beim Mann. So, dieser radikale somalische Moslem, der war stinksauer, dass hier in Deutschland unter den Gesetzen, die wir haben, dass er die Frau die Kinder behält und dass sie auch entscheiden kann, ob der Mann die Kinder sieht. Und wenn er eben so brutal ist wie dieser radikale somalische Moslem, dann wollte sie natürlich nicht, dass er die Kinder sieht. So, aus Zorn über diese Situation, aus Zorn über den deutschen ungläubigen Staat mit seinen eigenen Gesetzen, die eben nicht der Scharia entsprechen, ging er wutentbrannt auf deutsche Ungläubige los und hat damit den Zorn auf die Verhältnisse hier ausgelebt. Zwei Menschen getötet, einen 35-jährigen Maler, der verheiratet ist, Familie hat, Kinder hat und den 20-jährigen Gesellen, der ihm zu Hilfe einwollte. Bitte was? Das stimmt nicht. Was? Was kritisiere ich? Sie hetzen die Leute gegen Islam. Nein, wir klären auf über den gefährlichen politischen Islam. Sie müssen sich doch gar nicht angesprochen fühlen. Wenn Sie auch gegen die Scharia sind und gegen den politischen Islam, dann ist alles in Ordnung. Aber ich sage euch eins, Freunde. In Berlin gibt es rund 100 Moscheen und Gebetsstätten. In Berlin sind ungefähr 300.000 Moslems. Und wir wollen von allen wissen, danke, von allen wollen wir wissen, von allen Moscheegemeinden, von allen Organisationen, seid ihr für oder gegen den politischen Islam? Seid ihr für oder gegen die Scharia? Und wenn Sie das nicht mit Ja beantworten, dass Sie dagegen sind, dann sind es potenzielle Feinde unseres demokratischen, freien Rechtsstaates. Feinde unserer Art zu leben, wo Frauen selbstbestimmt sind, nicht wie im politischen Islam, wo sie unterdrückt sind, wo sie Kopftuch tragen müssen, um sich zu schützen vor sexuellen Attacken von Männern, wo sie weniger Rechte haben, wo sie unterworfen sind und wir als Andersgläubige auch unterworfen sind, die dann irgendwann unter der Scharia minderwertige Menschen zweiter Klasse sind. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vergegenwärtigen. Und wir wollen, Freunde, dass Berlin wieder eine schöne, freie und sichere Stadt wird. Es ist aber nicht so. Als wir aufgebaut haben, kam ein Feuerwehrmann zu mir. Er hat mir gesagt, danke für die Aufklärungsarbeit. Viele Beamte, sowohl von Feuerwehr als auch Polizei, stehen hinter uns und unserer Aufklärungsarbeit. Weil mittlerweile Angriffe auf Feuerwehrleute, Polizisten und andere Vertreter des deutschen Staates an der Tagesordnung sind.